So, da wären wir wieder. Und jetzt hoffentlich mit genug Mana, um die ganzen Barrikaden hier loszuwerden. Hier haben wir einen Stein hinter Geröll. Ja, okay, das macht Sinn. Aber wo ich mir so die ganzen Barrikaden angucke, da ist noch eine. Hinter jede Menge Magie in Zug fallen. Da auch. Ja, in einem Anlauf werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Was echt ärgerlich ist. Oh, aber das könnte helfen. So, was haben wir hier noch? Noch ein Stein. Ja, nee, den lassen wir erstmal liegen. Wir haben ja noch genug Gegenstände, um die Druckplatten auszulösen. Boah, der zieht echt gut Mana weg, der Zauber. Ein Drittel von unserem Mana-Pool. Das heißt... Ah. Oder auch nicht. Wir stehen einfach nur die ganze Zeit in den Magieentzugsteilen drin, ohne es zu merken. Ah! Ja, super. Na gut, die Barrikade können wir da lassen. Das heißt, es gibt jetzt nur noch einen Weg und der ist hier hinten. Gut, wenigstens das. Dann finden wir da hoffentlich dieses Blutherz. Oh, da fällt mir auf, wir haben diesen komischen Talisman gar nicht in der Hand gehabt, um zu gucken, wo der jetzt genau ist. Und der leuchtet auch schon. Wie der Bergmann gesagt hat, unvergleichlich schön. Okay. Gibt es davon jetzt mehr oder stand hier einfach nur richtig? Ha. Und das Pendel ist auch weg, also gab es wohl nur eins. Okay. Dann gucken wir trotzdem noch mal kurz da vorbei. Müssen wir nur den langen Weg rum... den ganz langen Weg rumgehen? Irgendwie müssen wir ja schon mal hingekommen sein. Also gucken wir hier rum, dann gehen die Dinger wieder zu, oder was? Hm, okay, also den ganz langen Weg rum. Den ganz langen Weg rum? Das kann doch... Hä? Oh. Aber hier muss es jetzt lang gehen, weil irgendwie müssen wir da hingekommen sein damals. Ja, das schaut doch gut aus. Mann, 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 die Ecke hier ist echt komisch. Wenn die Clowns nicht schon nervig genug wären, diese Mana in Zug fallen, geben wir auf jeden Fall den Rest. So, hier rum. Gleich links. Weg folgen. Und dann eigentlich rechts rum. Genau. Und hier stehen wir jetzt mitten in den Magiefallen drin. Das heißt, wir schlucken einfach unsere drei Magiekräuter hier und hoffen, dass wir dann genug Mana haben, um den Reparaturzauber zu sprechen. Also, njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Und sprechen. Ah ja, schön, schön. Noch so ein Ding. Stehen wir wieder in der Falle? Ja, wir stehen in der Falle. Und wir haben jetzt gar keine Magie-Dinger mehr, oder? Oh, aber wo wir gerade mal hier sind. Wir hatten doch einen Gegenstand, mit dem man magische Sachen... Genau, dies hier. Hebt alle magischen Effekte auf, innerhalb von drei Feldern Radius. Dann probieren wir doch mal, was passiert, wenn wir das auf eine Falle anwenden, die Magie entzieht. Sieht schon mal schick aus. Die Falle ist aber immer noch da. Hm, na gut, ein Versuch war es wert. Haben wir noch irgendwas? Wir könnten Magie zweimal komplett auffüllen, wenn wir denn Magiealter in der Nähe hätten. Die Zeit anhalten, in Raserei verfallen. Das war Steinhaut, glaube ich. Hier ist ein Schadenszauber. Trank der Ausdauer. Nee, das bringt uns alles nicht weiter. Umhangfigur. Dunkler Umhang der Schatten. Hört sich an wie ein Unsichtbarkeitszauber. Das bringt uns auch nichts. Nö, dann schauen wir einfach erstmal da. Okay. Und da ist nichts hinter. Das glaube ich doch irgendwie nicht. Hm. Na gut, dann werde ich es wieder pausieren müssen. Und melde mich dann in 5 Minuten oder so wieder, um das hier hochzubringen. Also bis gleich. So, da wären wir wieder.
Ich bin zwischendurch schwach geworden und als ich 75% Mana hatte, bin ich ganz kurz hier rein, um zu gucken, ob hinter der Wand wirklich nichts ist. Und es war wirklich nichts. Also bin ich wieder hierher und hab nochmal die Mana hochregeneriert. Na gut, schauen wir mal, was hier hinter ist. Ein Mana-Trank. Oh nee, zwei Mana-Tränke. Ja, das ist doch echt Verarsche. So, wir wollen hier jetzt schnell raus. Aber ich denke mal, wir werden diese Ebene nicht verlassen können, ohne all unser Mana zu verlieren. Ah, doch, hier. Gut, hier unten gibt es wirklich nichts mehr zu tun? Nö, anscheinend nicht. Also raus hier. Ist das auch der richtige Weg? Ja. Na gut, dann haben wir jetzt das Herz des... Was war das? Herz des Steins? Herzstein. Gut, also das wird ein Teil sein, den wir für die Kiste brauchen. Wir können mal kurz genau nachgucken, welcher. Das war es nicht. Tränen des weinenden Mondes. Baum des Bösen. Davon das Holz. Das können wir gleich machen. Ich muss ein Opfer aus der Erde finden. Das könnte das hier sein. Das Rätsel des Dämons sagt, dass ich ein Opfer aus Erde finden muss. Es soll die Macht haben, die Teile zu verbinden. Was ist wohl damit gemeint? Und was ist ein Opfer aus Erde? Ups, wir könnten mal ganz kurz gucken, was die anderen Sachen sind. Essenz des Drachenbernsteins wird das hier nicht sein. Geschmückt mit einem Herz aus glänzendem Stein. Wozu so einen kostbaren Schmuck für eine Truhe? Herz aus glänzendem Stein. Ja, da wird es das hier sein. Aber was ist dann... ein Opfer aus Erde. Na gut, gehen wir zuallererst mal wieder ganz raus hier aus der Stadt. Und zwar nehmen wir den nördlichen Ausgang. Der müsste ja eigentlich zu dem Baum führen. Ah, Stein. Hey, wir haben es geschafft. Auch mal ungewöhnlich, nicht von einem Stein getroffen zu werden. Und hoffentlich können wir das Ding einfach so abschneiden. Nicht, dass wir dazu irgendeine besondere Waffe brauchen. So, da ist er ja schon. Oh, Waffenstufe. Ja, Stichwaffen. Und das sieht aus, als wäre der Baum hinter einer Zugbrücke. Reparieren. Obwohl es ja nicht kaputt ist eigentlich. Nee, das macht nichts. Ha! Also hier können wir uns nur drehen. Hier können wir auch nichts machen. Das ist ein Wasserrad. Und hier ist ein Canyon. Also müssen wir irgendwie den Canyon voll Wasser bekommen. Dann dreht sich das Rad und das Tor geht runter. Ist jedenfalls anzunehmen. Na gut, das können wir hier nicht machen. Also müssen wir zurück... Ja, wir können hier nicht außenrum. Ne, müssen wieder rein in die Stadt. Na gut, dann gehen wir einfach mal durch den westlichen Ausgang. Da war ja das Feld mit den toten Rittern. Und da müssen wir uns dann umsehen und herausfinden, wie wir das Wasser zurück in den Fluss bekommen. So, jetzt müsste gleich da der Ausgang sein. Oh, Stein. Da ist er. So, da sind Katapulte und die aufgespießten Ritter. Wir sind jetzt hier. Bewachte Brücke. Und eine Barriere und eine Totenstadt. Oh, da ist so eine Art Damm. Ha.
Okay, also erstmal schauen wir uns hier jetzt um. Wenn wir hier aber nicht weiterkommen, dann können wir nochmal östlich die Stadt verlassen und dann versuchen nach Norden zu gehen, um irgendwie hier diesen Damm zu zerstören. Ist hier unten noch irgendwas? Nee, nur das versunkene Schiff. Ah. Also vom rollenspielerischen Sinn her würde es noch Sinn machen, vielleicht mit der Herrin der See zu sprechen, wenn man denn ordentlich mit ihr sprechen könnte und sie bitten, das hier zu überfluten. Aber da war keinerlei Dialogoption, die auf sowas hindeutet. Trotzdem verwunderlich, wie wir mit ihr sprechen sollen und ob wir das überhaupt müssen. Na gut, also schauen wir hier weiter. Und bei jedem Schritt, den wir gehen, gucken wir mal, ob wir noch andere Optionen haben, wo wir lang gehen können oder ob wir nur einen Weg lang gehen können. Also bisher geht es nur hier lang. Da sind nur Tote. Wow, das hört sich komisch an. Hier ist auch nichts. Also ja, bisher nur ein Weg lang. Auch nicht geradeaus. Ups. Jetzt haben wir eine Wahl. Wir können entweder zur bewachten Brücke wahrscheinlich oder uns die Barriere angucken. Gehen wir erstmal kurz zur bewachten Brücke, weil da ist noch so ein Haus auf dem Weg. In so einem Haus hatte sich Parseval jemand drin versteckt. Ja, wer bist denn du? Einen Augenblick, kleiner Mann. Was soll ich denn? Ware hätte ich anzubieten. Wollt ihr etwas kaufen? Ich möchte wissen, wer ihr seid. Was macht ihr hier? Das geht euch nichts an. Wollt ihr jetzt etwas kaufen? Yes, ein Händler. Hoffentlich können wir doch was verkaufen. Dann müssen wir unbedingt zurück in die Stadt und die ganzen Habt Sachen Habt ihr denn einsammeln. Etwas, das mich interessieren könnte? Nun, viele Dinge. Hübsche Sachen, gute Sachen, das sag ich euch. Zahlt eine Goldmünze, um es herauszufinden. Jetzt. Wir sollen ihm erst eine Goldmünze geben und dann gibt er uns irgendetwas. Oder wir können uns irgendwas aussuchen. Gut, ich riskiere es. Was immer ihr habt. Es sollte besser den Preis einer Goldmünze wert sein. Oh, und was für eine schöne Münze das ist. Wartet, ich habe genau das Richtige für euch. Eine komplette Heilung. Ja. Okay. Gut, ich riskiere es. Was immer ihr habt. Oh, und was für eine ein Amulett? Ein ausgezeichneter Handel. Das Gold war gut angelegt. Oh, tatsächlich? Wollen wir noch einmal handeln? Nee, erstmal wieder verstauen und gucken, was das hier ist. Plus ein Ausdauer. Hm, also das Amulett könnten wir tragen, wenn wir den Stärke... Bonus nicht brauchen. Und momentan haben wir 39 Kilo über. Wie viele Münzen haben wir eigentlich noch? Oh, eine Menge. Ja, schön, schön. Dann handeln wir mal fleißig weiter mit dem kleinen Kerl. Gut, ich riskiere es. Was immer ihr habt. Oh, und was kann... Gut, ich riskiere es. Was immer ihr habt. Oh, und was für eine schöne Münze das ist. Wartet, ich habe genau das Richtige für euch. Mit euch Geschäfte? Kommt ruhig wieder, wenn ihr noch mehr Gold habt. Ich habe noch viele schöne Dinge für euch. Okay, wir haben jetzt einmal einen Trank bekommen und die Statue da. Und es ist verbesserte Sterblichkeit. Ah, dauerhafte Lebenspunkte. Schön, schön. Ja, was hast du noch? Gut, ich riskiere es. Was immer ihr habt. Oh, und was? Ein Pergament. Ich möchte mein Glück... Oh, leider habe ich nichts mehr für euch. Kann ich das Gold trotzdem haben? Nein. Nein, ich denke nicht. Mit euch geht... Gut, also ein Pergament haben wir bekommen. Brüllende Säule unkontrollierter Blitzschläge. Ah ja, ein Tornado aus Blitz und Donnerschlägen. Na gut, wir sind kein Offensivzauberer, also bringt uns das nicht wirklich viel. Aber wir hatten die Münzen ja eh über. Wir haben immer noch 3 für irgendwelche anderen Quest-Sachen.
Also geschadet hat der kleine Mann nicht. Der Trank ist am wertvollsten, würde ich sagen. Dann speichern wir auch mal ganz kurz.